Herzlich willkommen bei der HKC Management. Mein Name ist Philipp Hopf. Unser heutiges Thema soll einen direkten Einfluss darauf haben, wie Sie die Profitabilität Ihres Handelns grundsätzlich verbessern können und schwerwiegende Fehler, die wiederum dafür sorgen, dass Sie extra Verluste machen, die eigentlich nicht sein müssten, zu vermeiden. Ich bin absolut davon überzeugt und da lasse ich mich auch gerne auf jede Diskussion ein, wenn Sie da andere Meinung sind oder Sie andere Vorstellungen haben oder andere Tipps, bitte posten Sie das sehr gerne bei uns in den Kommentaren bei YouTube unten rein. Ich möchte Ihnen heute aus meiner Erfahrung mit nun wahrscheinlich mehreren tausend Kunden und daher tausenden Gesprächen, die ich geführt habe, die sieben dramatischsten und von der Signifikanz her die schwersten psychologischen Fehler benennen, die viele Leute beim Handel machen und dadurch eben oftmals Verluste erleiden, die eigentlich so nicht sein müssten. Also, starten wir durch. Punkt Nummer 1. Ohne Vorerfahrung mit dem Traden beginnen. Da geht es jetzt nicht darum, ob Sie grundsätzlich keine Vorerfahrung haben beim Handel an der Börse oder ob Sie mit einem gewissen Handelsinstrument keine Erfahrung haben. Der Tipp dazu, machen Sie sich grundsätzlich, wenn Sie mit etwas Neuem anfangen, ein Demokonto auf. Handeln Sie nicht mit Ihrem echten Kapital oder aber, wenn Sie es nicht anders können, weil es gibt ja Leute, die sagen, Spielgeld ist wie auf den Schießstand mit der Plastikpistole zu gehen, dann handeln Sie wirklich die absolut minimalsten Positionsgrößen. Die müssen so klein sein, dass es für Sie einfach nur ein Klacks ist, wenn Sie dort Geld verdienen. Viele Leute machen den großen Fehler, die fangen gleich an, da kommt Gier mit ins Spiel und gleich muss echtes Geld investiert werden, weil die denken, irgendwelche Chancen laufen weg und dann wissen sie nicht, was sie tun. Da kommen gleich 100 verschiedene Drucksituationen auf sie zu. Sie machen Fehler, sie verlieren Geld, sie haben gleich mal einen schlechten Eindruck von Anfang an und dann kann das so eine Abwärtsspirale nehmen. Ja? Punkt 1. Ohne Vorerfahrung mit dem Traden beginnen, sein lassen, Demokonto aufmachen, erstmal probieren und dann geht's weiter. Punkt Nummer 2, überzogene Emotionalität beim Traden. Der Punkt alleine, da könnte ich schon mehrere Webinare darüber machen. Manche Menschen reagieren sehr emotional auf den Handel. Warum? Handel kann süchtig machen, so wie Kaffee, Zucker, Alkohol oder sonstige Rauschmittel. Da ist Dopamin ausstößt, ja, in beide Richtungen. Einmal Adrenalin, wenn Sie Verluste machen und das Belohnungshormon Dopamin, wenn Gewinne gemacht werden. Deswegen geht es ja vielen Spielern auch gar nicht mehr darum, wirklich Gewinne zu realisieren, also nachher das Geld rauszunehmen und für sich zu nutzen, sondern die wollen einfach nur dieses Gefühl haben, diesen kurzen Rausch, dass man einfach auf Messerschneide tanzt. Ja. Wir sind absolute Überzeugung, professionelles Trading ist keine Zockerei. Wenn Sie irgendwie meinen, Sie machen das, um zu zocken, lassen Sie es sein. Wenn Sie extra Geld haben und Sie meinen, Sie können das zum Fenster rauswerfen oder Spielgeld, wie manche sagen, machen Sie sich einen schönen Abend mit Ihrem Partner, Partnerin, gehen Sie ins Casino, spielen Sie ein bisschen Blackjack oder Roulette, da haben Sie deutlich mehr Spaß, als irgendwie vor einem Rechner oder vom Handy zu hocken und irgendwelche Trades einzugehen und damit Ihr Spielgeld zu verballern. Ich meine, da tun Sie sich auch psychologisch keinen Gefallen damit, denn man sollte das ganz klar getrennt sein. Hier ist seriöse Geldanlage. Ich will das vermehren auf die nächsten Jahre hinaus. Ich möchte mir mehr Vermögen anschaffen und nicht Spielgeld, denn so wie ich diese Sache auch schon bezeichne, so verhält es sich nachher auch. Es wird verspielt. Punkt Nummer 3. Zeitdruck und Laissez-faire-Haltung beim Handel. Da habe ich mir aufgeschrieben. Zitat, noch schnell ein Trade beim Espresso trinken oder kurz in der Arbeitspause hinterlegen. Höre ich sehr oft von Kunden, die sagen, ja, ich bin da mit dem Handy und zwischendrin habe ich mal Zeit. Ich kann das verstehen, dass manche Leute, die einer Arbeit nachgehen, wo sie nicht direkt an den Laptop können oder an den Rechner, dass sie das vom Handy aus machen. Ich mache es nicht aus den eben genannten Gründen, weil ich nicht hopp hopp schnell eben laissez-faire-mäßig kurz hier long oder short gehen kann. Das ist für mich sehr wichtig, weil da natürlich auch gewisse Summen im Spiel sind, wenn ich eine Position setze und da will ich nicht mal kurz hopp hopp machen, sondern das soll wohl durchdacht sein. Nehmen Sie sich bitte Zeit beim Handel. Ich erlebe das ganz oft, dass Leute unter Druck geraten, wenn eine Trading-Nachricht bei uns reinkommt oder wenn die selbst einen Trade setzen, dann sagen, ich muss jetzt, jetzt, jetzt und dann wird es schnell, schnell gemacht. Blutdruck steigt, Puls steigt,
man kann nicht mehr klar denken und man trifft dann einfach die falschen Entscheidungen. Der Kopf muss zum Traden klar sein. Nehmen Sie sich lieber eine extra Minute Zeit, dann läuft das Ding halt noch einen Dollar oder 5-10 Punkte weiter. Aber besser als Sie treffen nachher eine nachhaltig falsche Entscheidung, die wahrscheinlich deutlich, an der Sie deutlich länger zu knabbern haben, wie wenn Sie sich 2 Minuten länger Zeit genommen hätten. So, jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 4. Handelsinstrument und Money Management sind nicht ausreichend verstanden worden. Ich kriege so viele Anrufe, grundsätzlich über die letzten 10 Jahre, das ändert sich ja nicht. Da rufen Kunden an und sagen, Herr Hopf, Sie haben jetzt gerade einen Trade im DAX oder im Gold oder in einem sonstigen Markt ausgegeben. Ich möchte den jetzt mitgehen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das handeln soll. Ich sitze da jetzt gerade da, Passwort eingegeben. Was mache ich jetzt? Das bedeutet schon, Sie bewegen sich auf einem Terrain, auf einem Spielfeld, wo Sie sich nicht auskennen. Und nicht zu wissen, was Sie tun am Finanzmarkt, ist absolut tödlich. Hier auch wieder, das geht mit rein in das ganze Thema. Verstehen Sie, was Sie tun, nehmen Sie sich Zeit. Bitte nehmen Sie sich die Zeit. Es sollte ja, Ihr eigenes Geld sollte es Ihnen wert sein, sich damit zu beschäftigen mit einer Sache, bevor der Ernstfall kommt. Der Ernstfall ist in diesem Bereich das Abdrücken. Ja, Abdrücken bedeutet Long, Short, drücken, ich bin im Markt drin, ab jetzt geht's los. Ja, da sollten Sie bereits, Punkt 1 zurück, keine Vorerfahrung, sollten Sie bereits das Instrument verstanden haben, das Sie handeln. Sie sollten wissen, was Long, Short ist, wie man einen Stop setzt, wie man den Kassa- oder Future-Markt handelt. Ja, wer das von vornherein nicht weiß, der spielt leichtsinnig mit seinem Vermögen. Und solche Dinge sind einfach so unnötig, da wird so viel Geld kaputt gemacht, was ich da alles schon erlebt habe, wo Leute zigtausende Euro verballert haben, weil sie die falsche Zahl eingegeben haben, den falschen Markt gedacht haben, sie handeln etwas, was sie dann gar nicht gehandelt haben. Da ganz klar, da haben wir das Thema Money Management auch dabei, 2 Punkte. Erstens, bevor Sie einen Trade eingehen, tragen Sie alle Daten in die Trading-Tabelle ein. Diese Trading-Tabelle können Sie von uns erhalten. Jeder neue Abonnent bekommt oder grundsätzlich jeder Abonnent bekommt von uns die Trading-Tabelle und auch eine kostenlose Einweisung dazu. Das ist dazu da, damit Sie sich auf den Cent genau berechnen können, wie viel Geld kann ich verdienen, wenn das nächste Kursziel erreicht wird, wie viel Risiko habe ich, wenn ich ausgestoppt werde. Daraus ergibt sich ein Chancen-Risiko-Verhältnis und dann gibt es eben gewisse Parameter, auf die wir achten, wo wir sagen, alles klar, dieser Trade macht aus finanzieller Sicht Sinn oder er macht keinen Sinn und dann Finger weg davon. Wir wollen also weg von der Emotionalität, ich habe ein tolles Bauchgefühl und liebe Gott oder irgendjemand hat mit mir heute Nacht gesprochen und hat mir das ins Ohr geflüstert, hier geht's voll ab. Diese ganzen Dinge sollten komplett außen vor gelassen werden. Das hört sich jetzt vielleicht lächerlich an, aber die meisten Leute gehen eben nach dem Bauchgefühl und dem Markt ist es, und das habe ich schon oft gesagt, völlig scheißegal, welches Bauchgefühl sie haben. Spielt keine Rolle. Hier geht es nach ganz klaren Zahlen und mathematischen Mustern. Und wenn wir langfristig erfolgreich sein möchten, dann müssen wir das berechnen und wir müssen die Sache ernst nehmen. Deswegen bitte nutzen Sie eine Tabelle, ob das unsere ist oder Ihre eigene, zur Berechnung der Positionen. Und bitte verstehen Sie das Handelsinstrument, das Sie handeln, bevor Sie das Ganze tun. Ja? Sie können uns auch da jederzeit anrufen, anfragen. Wir nehmen uns gerne Zeit und erklären solche Sachen. Egal was Sie handeln, ob Zertifikate, Optionen, CFDs, Aktien, bitte vorher verstehen, vorher sich ein Demokonto gemacht haben, alle Fragen gestellt haben, dann gehen Sie nämlich auch mit einem viel ruhigeren Puls und einem besseren Gefühl an die Sache ran und Sie vermeiden eben Punkt Nummer 2, überdrehte Emotionalität beim Handeln. So, jetzt kommen wir zum Punkt Nummer 5, der dort genau nahtlos weitergeht. Punkt Nummer 5 ist Positionsgröße und unterkapitalisiertes Handeln. Ganz großer Fehler, den vor allem Anfänger begehen, ist zu große Positionen handeln. Es ist nun mal so, dass von Neulingen tendenziell zu große Positionen eingegangen werden. Die haben kein Verständnis dafür wirklich, prozentual gesehen, anhand ihres Gesamtkapitals, wie groß die Position sein soll.
Oftmals spreche ich mit Leuten, die erzählen mir dann, wenn es gut läuft, oh, toll war das in den letzten 2 Monate, Wahnsinn. Ich habe da die Trades gemacht, habe mit 5.000 Euro auf dem Konto angefangen und habe jetzt 15.000 Euro. Dann denke ich mir schon, wow, das ist zwar schön für die jeweilige Person, aber das bedeutet auch, da ist ein immenses Risiko eingegangen worden, damit sie innerhalb von 1, 2, 3, 4 Monaten plötzlich mal 200-300% machen. Das ist nicht normal. Das ist vielleicht normal, wenn sie beim Roulette auf Rot setzen und es kommt Rot und sie setzen halt nochmal Rot. Ja? Aber genauso wie beim Spielchen im Casino ist es am Finanzmarkt so, wenn sie übergroßes Risiko eingehen, um in der Lage zu sein, übergroße Renditen einzufahren, dann steigt mit den Renditen proportional gleichzeitig auch das Risiko. Also bitte da, es ist wirklich ganz wichtig, um nachhaltig zu handeln, zu verstehen, mit welcher Positionsgröße man sich am Markt bewegt. Fangen Sie an, mit kleinen Positionen zu traden. Ich kann das immer nur wieder wiederholen. Traden Sie mit kleinen Positionen, es läuft nichts weg. Sie müssen sich erstmal wohlfühlen dabei. Wir handeln normalerweise in den Aktien. Also wenn wir unsere Aktienpositionen handeln, Dow 30 oder DAX 30, handeln wir mit 1% unseres Gesamtkapitals in den Basiswerten. Das heißt zum Beispiel Gold, Silber oder WTI oder ganz normal einen Index zu handeln, dann handeln wir mit 2-3% unseres Kapitals. Da mögen jetzt manche sagen, oh, wenn ich aber nur ein paar tausend Euro zur Verfügung habe und ich nehme ein, ja, das ist korrekt, ja, dann sind sie, muss man einfach so hart sagen, dann sind sie im Zweifelsfall unterkapitalisiert für den jeweiligen Markt und für das jeweilige, die jeweilige Strategie, die wir eben fahren, und die ist mittel- und langfristig. Und so leid es mir tut, wer eben für beispielsweise die Aktien, wenn Sie die Aktien handeln wollen, also Einzelaktien, und Sie haben insgesamt nur 5.000, 6.000 Euro, dann wird das schwierig. Ja. Da sollte man wiederum genau betrachten, was will man und welchen Markt wählt man aus. Also auch hier Punkt Nummer 5, Positionsgröße, unterkapitalisiertes Handeln oder unterkapitalisiertes Konto sind ganz klare Probleme. Das Risiko steigt, dann können Sie schnell weggewischt sein. Punkt Nummer 6, Titel und Positionen sammeln. Habe ich erst wieder mit ein paar Kunden gehabt. Da rufen mich Leute an und sagen, hören Sie zu, Herr Hopf, ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht das Richtige, aber ich habe aktuell 80 Titel in meinem Depot. Meistens sind das Leute, die auf Einzelaktien handeln, die dann so in ganz bestimmte Bereiche gehen, Wasserstoffaktien oder Minenaktien, und da gibt es ja Hunderte, ja? Und die Sammelleidenschaft liegt uns, oder den meisten Leuten ja wahrscheinlich inne auch. Wir sammeln nun mal als Menschen gerne, und wir sammeln gerne schöne Stories, schöne Geschichten. Und dann ist es eben so, dass Leute lesen in den tausenden Artikeln, Magazinen, Online-Nachrichten irgendwie wieder eine Story, diese Aktie steht kurz davor, sich zu verzehnfachen, bla bla bla, eine schöne Geschichte. Die Leute, die dies schreiben, wissen natürlich auch, wie sie schreiben, und dann muss diese Aktie ins Depot geholt werden. Um es kurz zu machen, fangen Sie mal mit einem Markt an, wenn Sie sich nicht auskennen. Bauen Sie sich ganz langsam aus und stecken Sie sich ganz klare Ziele auch, wie viele Positionen Sie noch überblicken können. Es macht absolut keinen Sinn, 30, 40, 50 Positionen im Depot zu haben und das nicht überwachen zu können. Das ist einfach nur, da können Sie Ihr Geld gleich aus dem Fenster schmeißen. Sie werden es nicht mitbekommen und Sie sind ständig überfordert. Das ist doch wie wenn Sie in ein Zimmer reinlaufen und dort liegt einfach nur alles voll bis zur Decke gestapelt. So ist es, wie wenn Sie ein gestapeltes Depot haben. Sie sind ständig unter Druck. Rote Zahlen, grüne Zahlen, ständig bewegt es sich. Stellen Sie sich das mal vor, wie das aufs Hirn wirkt. Ganz klar, limitieren Sie Ihre Einsätze, limitieren Sie die Anzahl an Märkten, die Sie handeln, ist ein ganz wichtiger Punkt. Vor allem, ich habe es mir hier notiert, übersteigen Sie zu keiner Zeit Ihren Investitionsgrad und Hebel auf Ihr zur Verfügung stehendes Kapital. Wichtiger Punkt. So, und jetzt sind wir bei Punkt Nummer 7 angelangt. Geduld beim Handel als auch bei der Anlage generell. Jetzt spreche ich natürlich als jemand, der ein Analysehaus hat und diese Märkte als Dienstleistung anbietet, klar.
Bitte informieren Sie sich doch aber auch mal bei Ihrem eigenen Lieblingsbörsenguru, einem Experten, dem Sie Vertrauen schenken. Fragen Sie mal, was ich Ihnen jetzt sage. Fragen Sie in ein Forum rein, was andere denken, um sich da mal einen neutralen Eindruck zu machen, wenn einer denkt, ich würde hier nur aus der Position heraus sprechen, einer Person, die eben so etwas verkauft. Ich bin der Meinung, wenn Sie ernsthaft einen Markt testen wollen, ob ein Börsenbrief funktioniert, Sie beispielsweise im Dow 30 oder DAX 30 einsteigen wollen, Sie sollten sich mindestens ein Jahr Zeit nehmen, um das zu testen. Denn es ist doch meiner Meinung nach völlig normal, dass es auch mal Serien gibt, wie es Gewinnerserien gibt, gibt es auch Serien, wo es mal nicht so gut läuft. Ein Beispiel aus dem aktuellen Kursumfeld. Unser Analyst, der Herr Kaiser, der meiner Meinung nach eine hervorragende Arbeit macht, der betreut den DAX 30 und Dow 30, also jeweils die 30 Einzeltitel des Indexes. Im Dow 30 hat er eine Gewinnerserie jetzt, ich meine die letzten 12, 13 Trades, da gab es 2 Stopouts und alle anderen im Gewinn und schon mehrmals Gewinn realisiert. Im DAX wiederum, der DAX läuft von der Wellenzählung aktuell dem Dow deutlich hinterher. Das heißt, wir sind da noch nicht so weit. Deswegen sind wir von der Anwendung, die Anwendung ist jeweils die gleiche, hat es im DAX 30 noch nicht so gut funktioniert. Die Ergebnisse sind nicht so gut wie im Dow 30. Jetzt hat man da die Leute, die sagen, ja, okay, das ist jetzt halt so. Und dann gibt es aber auch die Leute, die sagen, die letzten 4 Trades, die haben nicht gut funktioniert. Das ist scheiße. Ich bin hier wieder weg. Tschüss. Boom. Grundsätzlich ist Geduld ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Sie sich auf etwas einlassen, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit dafür. Sie müssen da auch in einem gewissen Vertrauen reingehen, sonst bringt das nichts. Aber wenn ich mit komplettem Misstrauen wo reingehe und dann funktionieren die ersten 3 Trades, dann ist es so, wow, Euphorie, super, Wahnsinn. Oder die ersten 3 Trades, da werden Sie ausgestoppt, machen einen Verlust und dann ist was für eine Scheiße und es funktioniert alles nicht. Beides ist eine unausgeglichene Emotion. Man sollte hier ganz klar sich sagen, okay, ich fahre auch hier wieder die Einsätze runter, ich schaue mir diese Sache mal an, ich vertraue denen, was die in der Vergangenheit gemacht haben, sonst nutzen sie das ja wahrscheinlich auch gar nicht. Und dann lassen sie mal grundsätzlich, das mache ich, sehe ich bei mir genauso, grundsätzlich ein Jahr lang laufen. Wie ich vorher gesagt habe, fragen Sie das mal im Forum rein, schauen Sie, was Sie da für Antwort kriegen. Wer seriös investieren möchte, muss sich Zeit nehmen für seine Anlage und grundsätzlich Geduld mitbringen und darf nicht erwarten, dass alles sofort immer gleich losläuft. So, das waren jetzt mal 7 Punkte. Ich werde sie gleich nochmal vorlesen. Ich bin absolut überzeugt davon. Schauen Sie sich dieses Webinar an, da wird sich jeder, ich auch, sich öfters darin finden, bei diesen Punkten. Wenn Sie diese Punkte alleine vermeiden, garantiere ich, da bin ich vollkommen überzeugt, dass Sie deutlich weniger Verluste machen, weil eben diese ganzen Leichtzinsgeschichten mal schnell, oh scheiße, ich habe hier eine Null zu viel eingegeben und jetzt sind es halt nicht 100, sondern 1000 Kontrakte oder nicht 1, sondern 10. Die lassen sich vermeiden. Ganz viele Situationen, die nachher zu Verlusten führen, sind Situationen, die wir selbst hervorrufen. Ich zähle also nochmal auf. Punkt Nummer 1. Ohne Vorerfahrung mit dem Traden beginnen. Machen Sie sich ein Demokonto auf, probieren Sie es erstmal mit Spielgeld aus, also nicht echtem Geld, anstatt direkt Ihr echtes Kapital einzusetzen. Punkt Nummer 2. Überzogene Emotionalität beim Traden. Meist kommt das daher, dass die Positionen von Anfang an zu groß sind, noch überhaupt keine Erfahrung da ist, dann läuft einem der Schweiß die Stirn runter, weil das einfach eine neue Situation ist, man plötzlich unter Druck gestellt wird. Ja? Vermeiden Sie diese Situation. Punkt Nummer 3, Zeitdruck und Laissez-faire-Haltung beim Handel. Nehmen Sie sich die Zeit, wenn Sie einen Trade eingeben und Sie sind irgendwie verunsichert, weil Sie das noch nicht oft gemacht haben oder vielleicht noch nie gemacht haben, schauen Sie sich die Kurznachricht an mit den Daten. Schauen Sie auf die Plattform, lesen Sie es laut vor, Einstieg, Stop, Kursziel, wie groß ist meine Positionsgröße, also wenn Sie nach der Menge gefragt werden, ist das korrekt, Long oder Short, haben Sie den richtigen Kontrakt gewählt, sind Sie im Future oder im Kassamarkt, nehmen Sie sich 1-2 Minuten extra, das wird Sie selber sicherer machen und es wird viel von dem Stress rausnehmen und dadurch vermeiden Sie Fehler. Punkt Nummer 4. Handelsinstrument und Money Management nicht ausreichend verstanden.
Jede Position, die Sie eingehen, sollten Sie verstehen und Sie sollten wissen, warum Sie das tun. Das heißt, Sie berechnen das von der Positionsgröße, Sie wissen, wie viel Risiko Sie haben. Sie wissen also, okay, ich kann mir jetzt 10 Kontrakte hier kaufen oder ich kann mir 200 Aktien hier kaufen, weil das gemessen am Gesamtkapital Sinn macht. Das Gleiche mit dem Handelsinstrument, wenn Sie es nicht verstehen, ob Sie Zertifikate, Optionen oder CFDs handeln, verstehen Sie es bitte erst, bevor Sie da irgendwelche Knöpfchen drücken und dann irgendein Scheiß passiert und Sie nachher wieder sagen, oh mein Gott, was habe ich nur getan? Was glauben Sie, wie oft ich diese Anrufe schon gekriegt habe? Bitte davor vergewissern, dass man tut, dass man weiß, was man tut. Punkt Nummer 5. Positionsgröße und unterkapitalisiertes Handeln. Handeln Sie lieber kleiner als zu groß und schauen Sie, dass anhand der Positionsgröße Ihr Konto nicht im Zweifelsfall unterkapitalisiert ist. Das heißt, wenn Sie ausgestoppt werden, Sie sollten zu jeder Zeit wissen, wie viel Geld Sie verlieren, wenn Sie ausgestoppt werden. Wenn das dann plötzlich bei einem Stop-out 20-30% Ihres Gesamtkapitals ist, dann sind Sie definitiv überkapitalisiert. Positionsgrößen runterfahren. Punkt Nummer 6. Titel und Positionen sammeln. Ja, schauen Sie mal selbst nach, wie viele Einzeltitel Sie in Ihrem Depot liegen haben und ob das wirklich nötig ist. Ob Sie bei jedem einzelnen Titel sagen können, ja, das macht absolut Sinn, das beobachte ich die ganze Zeit, ich checke regelmäßig die Kurse, ich ziehe hier regelmäßig den Stop nach. Oder wenn Sie es als Buy and Hold halten, hat sich dieser Titel in der letzten Zeit auch gut entwickelt. Lieber einschränken, als zu viele Titel im Depot haben und dadurch die Übersicht zu verlieren. Und Punkt Nummer 7. Geduld beim Handel und bei der Anlage generell. Nehmen Sie sich Zeit. Vielleicht macht es auch Sinn, sich ein eigenes Regelwerk zu erstellen, bevor man irgendwo einsteigt und zu sagen, okay, ich schaue mir das Ganze jetzt mal 6 oder 12 Monate an. Wenn Sie mal bei anderen Börsendiensten schauen, wird Ihnen aufgefallen sein, im Gegensatz zu uns, die wir monatliche Abonnements anbieten, weil wir einfach sagen, der Kunde soll die Freiheit haben, die meisten Börsendienste bieten mindestens 6 Monate oder gleich 12 Monate an auf einmal. Warum? Weil die auch sagen, wenn ich die Möglichkeit haben möchte, zu zeigen, dass das funktioniert und wie sich das entwickelt, dann muss der Kunde sich dazu auch Zeit nehmen. Ja? Deshalb Geduld, ganz wichtig. Zeit nehmen, Geduld, überprüfen, was man macht, dann werden Sie ganz viele Fehler, die Ihnen sonst passieren, grundsätzlich schon vermeiden und dadurch auch Verluste vermeiden. Und wenn ich Verluste vermeide, dann werde ich am Ende insgesamt mehr Kapital auf dem Konto haben. Ich hoffe, Ihnen mit diesen Tipps weitergeholfen zu haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie bitte ein Like da. Wenn Sie irgendwelche Anregungen haben, freue ich mich sehr über Ihr Kommentar. Danke sehr und schöne Woche.